Hallo und herzlich willkommen heute mit einem FIFA-Projekt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir spielen heute Bayern gegen Paris. Wir legen einfach mal los, oder? Ich bin Bayern, ich spiele gegen Paris mit gegen Computer. Ich hoffe, das Video macht euch Spaß. Also ich finde, die neue Grafik von FIFA ist auch so heftig geworden mit der PlayStation 5. Ist so. Oh. Heftig. Die erste rote Karte läuft für mich. Oh, fantastisch freigespielt. Also mit Bayern zu spielen ist schon eine Macht, ey. Und glaubt mir eins, ich habe nicht auf Anfänger gestellt oder sonst irgendwas, ja. Ich glaube, die rote Karte hat schon vernichtet. Ich glaube, Paris ist so nicht spielbar. Oh Mann, ey. Also ich habe auf jeden Fall auf Pass gedrückt. Ich weiß auch nicht, warum er nicht spielt, ja. Ah. Ich hasse es, wenn die Spieler mal weggehen. Oh, Alter, Sané ist übertrieben schnell. Boah, Alter. Erstmal abbremsen, den Rest hinterherkommen lassen. Oh, war es abseits? Mist. Und macht auf jeden Fall mega Fun, das Spiel. Allein die Grafik, die ist so Hammer. Also FIFA ist echt, und PlayStation haben super Arbeit gemacht. Ein bisschen Unfähigkeit kommt dazu bei mir, ja. Oh shit, Alter. Ja, wie ich mich hier vom Computer aus dribbeln lasse, Alter, gibt's nicht. Uff. Zum Glück habe ich ein Torwart auch ein Tor. Oh. Ich verstehe nicht, warum ich mich so hinten reinspielen lasse, ja. Ja, war faul. Ich habe mich schon gewundert, warum er abpfeift. Also Mbappé nimmt mich richtig auseinander. Oh, richtig aufgepasst, richtig Glück gehabt, ja. Aber zum Glück ist Halbzeit. Es ist schon heftig. Wollen wir weiter so spielen? Ich glaube, das ist die beste Aufstellung. So, wir kommen in der zweiten Halbzeit. Jetzt müssten wir aber mal nochmal ein oder zwei nachlegen. Also, ich glaube, die rote Karte am Anfang war für PSG nicht so clever. Für mich von Vorteil, aber dadurch war die Abwehr richtig durcheinander. Aber jetzt habe ich wieder hier die Drücken so ohne Ende. Und ich krieg den Ball nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich krieg den Ball nicht. Ja, glaubt mir eins. Ich habe nicht so gedrückt. Ich bin kurz vor Ausrasten. Aber egal, ist ein anderes Thema. Oh, was war das, Alter? Mein Gott, Alter, war das eine Rakete. Aber jetzt spielen wir hier wieder. PSG ist echt gut. Boah, Alter, komm. Okay, Einwurf. Uff. Oh.
Mist, Alter. Ah, anstatt ich einfach mal kurz die Kontrolle behalte. Nein, ich will gleich den Abschluss machen, gleich das Tor machen. Hätte ich die Kontrolle gehalten, locker 2-1 gewesen. So, jetzt einfach mal eine schöne Ecke auf dem ersten Pfosten ziehen. Oh, gut, das ist einer. Was für ein Verrückzieher. Ah, aber sehr gut gehalten von Torwart. So, ja, gegen Davids hat keiner eine Chance. So. Und auf Sané nach außen gespielt. Was für ein Ball. Boah, Mann, ey, es gibt es nicht. Und die Grätsche. Ah, die nichts gebracht. Nichts gebracht, die Grätsche, nichts. Glück, Alter. Also bis jetzt hatte ich extrem in vielen Situationen ein bisschen Ballglück. Und Kimmich sieht Goretzka. Was für ein Hit. Was für ein Hit. Mit Ansage. Durchgespielt. Aber glaubt mir, wäre die rote Karte nicht da gewesen in der ersten Minute oder in den ersten 2 Minuten, dann wäre ich auch nicht so durchgelaufen. Never ever. Schönes Tor. Schönes Ding. Es ist eigentlich so wie in Real Life, oder? Götze legt auf. Kimmich liegt, entschuldigt bitte, Götze, ja. Was ist mit mir los? Mal. Kimmich liegt auf und Goretzka verstreckt, wie in Real Life. Nur, dass es klar geht, ich bin ein allgemeiner Fußballfan und nicht nur Bayern-Fan oder sonst irgendwas. Ich liebe alle Mannschaften. Nicht, dass es heißt, ah, die Bayern schon wieder, was weiß ich. Ich bin Hertha-Fan, Dortmund-Fan, ich spiele alle Fußballvereine. Und David holt sich den locker. Ach komm. Ja, sage ich doch, David holt sich locker. Er ist einfach so mies und schnell. So. Oh. Ja, weil ich nicht gelenkt habe. Es war mein Fehler. Sonst wäre 3-1. Schöne Grätsche zum Schluss nochmal. Jawohl. Das war wichtig. So, das Spiel ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video zuzugucken. Ein bisschen mitgefiebert, ja. Ich würde mich freuen über ein Abo und ein Like. Ja, unterstützt uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.